So, jetzt muss ich die ganze Mail nochmal aufnehmen. Ich habe schon gerade die ganze Mail vorgelesen und nicht aufgenommen. Oh Mann, Mann, Mann. Also es geht um Freundschaften, Toxizität, falsche Verdächtigungen, so in so einem kleinen Ausmaß und sehr schöne Mail auf jeden Fall. Hallo Christian, ich mag deine Videos und deine Kurse sehr. Mein Leben hat sich seit Sommer 18 dadurch grundlegend verändert und es ist mittlerweile gut so, wie es ist. Dadurch habe ich nämlich auch ich, so wie alle anderen Zuschauer deines Kanals, einen völlig neuen Blick auf meine eigenen Lebensumstände bekommen. Seitdem dabei, alles einmal genau zu hinterfragen. Das sind alle Kategorien dabei. Job, Freundschaften und Liebe. In der Liebe bin ich endlich einige Schritte vorwärts gekommen in einer guten, glücklichen Beziehung. Auch wenn man vorher dachte, dass, wenn man endlich in eine Beziehung kommt, alles weitere auch läuft. Dem ist natürlich nicht so. Naja, bei den meisten ist es eher andersrum, ne? Dass sich erstmal Job und Freundschaften verändern. Von daher, good for you, ne? Meine aktuelle Baustelle ist der Job. Dort habe ich vor allem in den letzten 2 Jahren die Leute nochmal von einer anderen Seite kennengelernt. Quasi seit Beginn der Pandemie. Ja, die Pandemie holt ja aus jedem scheinbar das raus. Oder ich könnte jetzt fast sagen, lässt die Masken fallen. So, das meine ich jetzt aber natürlich nicht. Meine ich jetzt übertragenen Sinn, was die Persönlichkeit angeht. Finde ich echt spannend, ja. Seit ein paar Monaten schreibe ich nur Bewerbungen und vertraue auf das Leben. Die andere Baustelle sind einige meiner Freundschaften. Vor allem eine wirft mir Rätsel auf. Und das ist auch die längste Freundschaft, die ich habe, nämlich mein halbes Leben. Und ich bin nun Anfang 30. Ja, das Problem kennen ja ganz viele, wenn man seinen Liebeschip verändert. Merkt man halt, dass man auch Freunde hatte, die auch irgendwo in diesem liebessüchtigen Drama-Kram rumhängen. Und verträgt es nicht mehr so gut. Ne? Entgegen der Meinung, die man vielleicht haben könnte, dass man diese Sachen dann durch seine eigenen Fortschritte besser verträgt. Ist nicht so, man verträgt sie immer schlechter. Ne? Den Kontakt zu ihrem Ex hat sie nie wirklich zu 100% abgebrochen. Ja, und wir wissen ja, was das heißt. 2% Kontakt heißt Liebessucht. Oder ich weiß ja nicht genau, was da war. Aber ich vermute mal irgendwie liebessüchtige, toxische Beziehungen. Keine Ahnung. Ist noch, besteht noch und damit besteht auch irgendwo die Beziehung noch, so auf eine schräge Art, ne? Schon während ihrer Beziehung wurde ich öfter mal verdächtig gefragt, ihr versteht euch ja auch schon ziemlich gut, oder? Gut, jetzt könnte man denken, ja, vielleicht, wer weiß, aber jetzt kommt der Bämmer, das finde ich so geil, diese E-Mail. Ich stehe nicht auf Männer und kann sagen, dass ich das auch niemals tun werde. Also das heißt, du bist lesbisch und die Frage stellt sich gar nicht in den Raum, trotzdem verdächtigt sie dich, ne? Jetzt muss ich dazu sagen, das sind, also ich kenne das auch teilweise aus toxischen Beziehungen, die ich in meinem Leben hatte, dass man so vor allem zum Ende hin so super misstrauisch wird, wenn man einfach x-mal angelogen worden ist und das leider auch, dass man manchmal das nicht so abstellen kann mit anderen Leuten. Ich erinnere mich noch, wie ich damals mit meinem Coach gearbeitet habe da und der hatte so ein Coach in den USA und der hatte so ein bisschen komisches Abrechnungssystem, was nicht so leicht durchschaubar war und dann dachte ich auf einmal auch, oh Gott, rechnet er ihr die falschen Preise ab und was weiß ich und musste ihn dann richtig fragen, so war dann so aufgeregt, ja Gott, sag mal, rechnet das alles richtig ab oder, hab dann aber auch gemerkt, das war echt quatschig, so, ne, und wir kriegen das auch manchmal im Support mit, ne, dass Leute dann offensichtlich so angetriggert und misstrauisch und wütend sind auf ihren Ex und das kriegt dann aber komischerweise nicht der Ex ab, ne? Sondern dann flippen Leute bei uns im Support völlig aus, nur weil irgendeine Marginalie schiefgelaufen ist oder keine Ahnung, ein Kurs dann nicht in Lichtgeschwindigkeit freigeschaltet worden ist und was weiß ich. Ja, da muss man echt aufpassen, dass man sozusagen bei sich bleibt und sagt, okay, ich bin jetzt angetriggert, aber deswegen sollte ich trotzdem nicht hier so austeilen. Aber es ist immer so, verletzte Leute verletzen, nur dann kann man halt auch nicht in diesem Narrativ bleiben, so ich bin die arme Co-Abhängige, die immer nur Opfer ist. Da muss man eben auch sehen, was die Freundin jetzt auch macht. Da gegenüber dir wird sie eigentlich Täter, so, ne? Also jetzt, Täter ist jetzt viel zu ein großes Wort, verstehe mir jetzt hier nicht falsch, aber
Sie unterstellt ihr irgendwas, was komplett absurd ist. Ne? Aber da kann man eigentlich nur mit Liebe drauf gucken und denken, oh Mann, 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 ey. Aber man muss es sich auch nicht reinziehen. Aber gut, gucken wir mal weiter. Naja, auf jeden Fall ist dieses Thema trotz zweijährigen Beziehungsende anscheinend immer noch nicht ganz zu meiner beste Freundin gegessen. Vor 3 Wochen haben wir uns nach einiger Zeit wieder getroffen und haben gequatscht. Zwischendurch kam wieder diese Frage. Sag mal, wann hattet ihr das letzte Mal Kontakt? Was geht das wieder los? Ich habe ihr geantwortet, du schon mindestens 1,5 Jahre nicht mehr. Dann erzählt sie, warum sie fragt. Sie wäre letztens bei der Mutter des Ex gewesen, also allein das ist schon, warum ist sie bei der Mutter des Ex? Ja, vielleicht wohnt ihr in so einem 20-Einwohner-Dorf, ich weiß nicht. Und hätte mit ihr Quatsch, der Ex hätte der Mutter dann erzählt, dass ich ihm, also dem Ex, gesagt hätte, dass sie gerade jemand anderen kennenlernt. Also für diejenigen, die das jetzt nicht sofort verstehen, ich habe es auch erst nicht verstanden, der Ex erzählt seiner Mutter, dass die Freundin von dieser Mailschreiberin gerade jemand anders kennenlernt. So. Sie war sehr schockiert, dass der Ex und seine Familie das wussten. Jetzt frage ich mich natürlich, warum ist das so wichtig? Also sie haben sich doch getrennt. Also was soll der Scheiß? Dann lernt sie halt jemanden kennen nach 2 Jahren oder einem Jahr oder anderthalb. Aber gut, das zeigt dann nur, wie tief sie da noch drin hängt. Ne? Ich stand auf jeden Fall im Verdacht. Ja, nett von deiner Freundin. Und absurd. Also es ist einfach absurd. Also sie unterstellt dir quasi, dass du doch heimlich heterosexuell bist oder was und noch illoyal. Oh, das ist schon echt krass, ey, wirklich. Ey. Da sieht man schön, wie so Opfer und ganz großen Anführungsstrichen Täter sein, wie ultra kurz der Weg ist und wie schwer der Weg in die Mitte ist, ne? Beziehungsweise aus diesem ganzen Kram raus, eigentlich eher so nach oben, müsste man eher sagen. Es stimmte, dass sie jemanden kennengelernt hat im letzten Sommer. Das wussten nur 3 Freunde, inklusive mir. Ja, schön, dass sie das direkt der lesbischen Freundin unterstellt. Schon echt so krass, ey. Warum kriegen das dann immer Leute ab, mit denen gar nichts mit zu tun haben? Das, also, das, wie gesagt, das, die Frage stelle ich mir oft. Habe ich im Leben erlebt. Wie gesagt, wir erleben das manchmal im Support, dass ich denke, was haben die Leute hier für ein Problem? Und können sie ihren Frust nicht woanders rauslassen, wirklich. Aber gut, das, wie gesagt, verletzte Menschen verletzen, nur man sollte dann echt selber mal überlegen, ob was man da eigentlich macht, irgendwie so, ne? Man muss letztlich immer bei sich selber anfangen, ne? Zu der Zeit habe ich aber selber meine Freundin kennengelernt, vermute mal so datemäßig und war selbst beschäftigt. Und wie gesagt, seit 1,5 Jahren gab es überhaupt keinen Kontakt zum Ex. Was mir an der Story stört, ist die Tatsache, dass sie mir das gar nicht erzählen wollte. Sie sagte, sie wusste nicht, ob sie mir das sagen soll. Ja, sie hat mal eben eure Freundschaft komplett in die Luft gesprengt hier. Ohne Grund, ohne Achtsamkeit, ohne Empathie. Das ist bestimmt super empathisch mit ihrem Ex und mit der Mutter, was weiß ich, mit dir, mit eurer Freundschaft, sage ich mal, und mit dir, weiß ich jetzt nicht, mit eurer Freundschaft, hat sie mal eben in die Luft gesprengt. Ich vermute mal, dass die anderen beiden Freundinnen nicht auch zufällig alle lesbisch sind, warum wären die nicht? Und vor allen Dingen, warum muss es eine von den 3 gewesen sein? Und vor allen Dingen, was wir jetzt gleich noch hören, der Ex hat sowieso viel gelogen, also ist ja die Allerwahrscheinlichkeit. Wieso kriegt der nicht den Frust ab? Nee, aber dem wird hinterher gedürdelt und loyale Freundin wird hier ins Gesicht gesprungen. Ey, oh, das triggert mich ja schon mal Vorlesen an, ey. Oh. Nee, das könnte nicht gewesen sein. Sie dachte, vielleicht hätte ich ihn irgendwo an der Tankstelle getroffen. Anscheinend, ja, um die hätten, ach, es ist alles so sinnfrei. Anscheinend scheint das Vertrauen nicht mehr ausreichend zu sein, wenn man den Lügen des Ex mehr Glauben schenkt. Ich habe ihr das mehr als klar gesagt, dass ich überhaupt kein einziges Wort jemals mit ihm in letzter Zeit gewechselt habe und ihn überhaupt nicht mehr gesehen habe. Sie wirkt daraufhin sehr erleichtert. Ja, erleichtert und wusste Entschuldigung? Habe ich noch nicht gehört.
Ich möchte mich jetzt erstmal zurückziehen. Good for you. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so bei Freundschaften, wenn ich da so Illoyalität wittere oder Unterstellung oder unfreundschaftliches Verhalten oder dass der andere sich nur um sich dreht, bin ich sofort, alles klar, bin ich raus. Ich kann das irgendwie nicht mehr, mich riecht das so auf und ich würde aber auch niemanden zu nahe treten, weil Gott, dieses hier in ihrer Dynamik, was willst du da machen? Da hilft auch Reden, glaube ich, nicht viel, weil sie merkt gar nicht, dass sie sich da eigentlich mal, was sie dir da gerade antut eigentlich. Und ich würde da, also ich, was ich da immer mache, also ich immer sage, du sagst 1 und 1 ist 5, okay, klar, 1 und 1 ist 5, okay, und ja, was willst du damit diskutieren? Es bringt es nicht, ne? Denn für mich ist diese Toxizität mit diesem ganzen Drama kaum zu ertragen. Meine Partnerin sagt, ich kann nicht verstehen, das ist auch scheiße, aber willst du jetzt einfach den Kontakt abbrechen? Ja, gut, das, also ich kann nicht das mal verstehen. Also, wenn deine Partnerin das nicht versteht, ja, dann hat sie vielleicht noch so diese romantischen Vorstellungen von Freundschaften, die sich in solchen Energieniveaus stattfinden. Und hätte ich vielleicht vor 10 Jahren auch gesagt, also wenn ich es jetzt so lese, wüsste ich gar nicht, was man sonst machen sollte, als ich zurückziehen, also dass ich sich komplett genauso wie du. In diesem Sinne, lass dich nicht unterkriegen, sehen uns bald.